Als wir vor 9 Jahren begonnen mit dieser Konferenzreihe, und da war nicht absehbar, wie lange wir das machen, da war das getrieben von dem Wunsch, so die verschiedenen Player und Institutionen, die mit Digitalisierung von Kulturerbe zu tun haben, die mal zusammenzubringen. Es gab damals schon Wikipedia, aber kein Museumsmitarbeiter hat je mit einem Wikipedianer gesprochen. Es gab damals auch kommerzielle neue Player, mit denen auch niemand gesprochen haben. Die unterschiedlichen Akteure haben sich eher beäugt. Es gab wenig Kooperationen und auch die unterschiedlichen Sparten wie Bibliotheken, Archive, Museen, die waren doch sehr gefangen in ihrer eigenen Logik. Und von Anfang an war Konzept dieser Konferenzreihe, die Leute hier zusammenzubringen, spartenübergreifend, also Museen, Archive, Bibliotheken und andere Institutionen, aber auch die Institutionen, die großen und die kleinen Vereine, bürgerschaftlichen Institutionen, aber eben auch so neue partizipative Modelle wie die Wikipedia, die ja nun von Anfang an Partner waren und die das auch wichtig fanden, hier diesen Diskurs zu führen. Das ist, glaube ich, das Besondere, dass hier getrieben von einem wirklich kooperativen Geist des Miteinanders ganz unterschiedliche Institutionen zusammenkommen. Inspiration kam im Grunde aus einer Frustration, aus der Frustration dieser vielen Debatten, Grundsatzdebatten um Konzepte, Grundsatzdebatten um Recht, um Urheberrecht und was man alles nicht kann und doch, und dann große politische Auseinandersetzungen, die völlig verschüttet haben, dass man ganz konkret ja schon ganz viele Dinge tun kann. Und dafür das Fenster zu öffnen und auch zu zeigen, was man kann, das sollte eben diese Konferenz ein Stück weit einen Beitrag leisten und gleichzeitig eben auch Mut machen, diesen Weg weiterzugehen. Und was ich faszinierend fand, war, dass gestern also tatsächlich auch sich so ein pragmatischer Geist zeigte, auch bei Vertretern, die sonst in großen Grundsatzdebatten gegeneinander diskutieren, wie die Verwertungsgesellschaften und die Vertreter der Verwertungsgesellschaften und der Kulturinstitutionen, plötzlich merkte man, ja, da gibt es einen gemeinsamen Willen, doch einfach bestimmte Probleme, die da sind und die alle sehen, wenn es um die Zugänglichmachung von Kulturgut geht, die gemeinsam zu lösen. Wir haben ja über Pragmatismus gesprochen und darüber, dass es immer kleine Schritte sind, die wir nur gehen. Und insofern bin ich jetzt auch etwas ängstlich. Ein ganz großes Ziel, aber natürlich das, worum es immer gehen muss, ist, dass wir das, was wir als kulturelles Erbe haben, dass wir das weiter im Bewusstsein behalten, reflektieren und dass daraus auch Neues entsteht. Und zwar sowohl durch das Aufnehmen in neue Dinge, als auch in der kritischen Auseinandersetzung. Kulturelles Erbe ist ja nicht nur die Erinnerung an schöne Dinge, sondern auch historisch gesehen viel Schreckliches dabei. Aber dass all das weiterlebt und in der Reflexion dann eben zu mehr führt. Mehr als wenn jeder Einzelne für sich erinnert. Denn ich glaube, das ist auch wichtig. Bei kulturellem Erbe geht es um eine kollektive Erinnerung. Es geht nicht nur darum, was der Einzelne macht.